CSU-Fraktion hat nun der Kollege Ralf Brinkhaus das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielleicht zwei Vorbemerkungen angesichts der Rede von der Kollegin Hasselmann. Also erstens ist es so, der Verteilungsschlüssel, den Sie gerade beklagt haben, das war ein besonderer Wunsch der Ministerpräsidentin. Und ich erinnere mich irgendwie daran, dass Sie mindestens in 10 Regierungen beteiligt sind. Das heißt also, Sie kritisieren Ihre eigenen Kollegen aus den Ländern, insbesondere den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Sie haben darüber hinaus kritisiert, dass der Bund sich zu spät um die Flüchtlinge in den Kommunen gekümmert hat. Das ist mitnichten der Fall. Der Bundesfinanzminister hat es gesagt, 670 Euro, die wir auch im letzten Jahr schon bereitgestellt haben. Wenn sich jemand zu spät um die Belastung in den Kommunen gekümmert hat, dann war es in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen die rot-grüne Landesregierung, die die Kommunen am langen Arm hat verhungern lassen bei den Migrations- und Flüchtlingskosten. Meine Damen und Herren, wir haben heute drei Pakete, die wir beschließen. Das ist zum einen das Integrationspaket, über das schon sehr viel geredet worden ist. Das sind aber auch 5 Milliarden Euro Entlastungen für die Kommunen. Das ist, da ist noch gar nicht drüber geredet worden, ein Paket für den sozialen Wohnungsbau. Da geht es auch immerhin um 500 Millionen Euro. Und ich kann der Kollegin Gottschalk nur zustimmen. Der Bund hat seine Zusagen vollumfänglich eingehalten, soweit es möglich war. Wir haben geliefert. Wir haben Wort gehalten und man muss sagen, wieder einmal Wort gehalten. Denn es ist so, wenn man sich mal anguckt, was seit 2009 in der Schwarz-Gelben und dann auch in der Großen Koalition alles für Entlastungen für die Länder und Kommunen gelaufen sind, das ist schon eine ganze Menge. Das war im Bereich Bildung, da sind die Ausgaben des Bundes für die Länder und Kommunen nahezu verdoppelt worden. Da ist Geld in Forschungseinrichtungen reingesteckt worden, in Exzellenzinitiativen, in Hochschulpakt und in die Förderung von Kita-Kosten. Wir können uns den sozialen Bereich angucken. Im sozialen Bereich sind wir ganz stark eingestiegen in die Kosten der Unterkunft. Wir haben die Grundsicherung im Alter und für Erwerbsminderung übernommen. Wir haben BAföG-Kosten übernommen und viele andere Dinge mehr. Im Bereich Infrastruktur, der Bundesfinanzminister hat es gerade erwähnt, wir haben ein Paket aufgelegt für finanzschwache Kommunen, damit die investieren können von 3,5 Milliarden Euro. Dieses Geld wird noch weiter steigen in den nächsten Jahren. Wir beteiligen uns an den Infrastrukturkosten für Kitas. Wir leisten direkte und indirekte Hilfe im Bereich Breitband und sind an ganz, ganz vielen Stellen aktiv geworden, um Länder und Kommunen zu entlasten. Und der Höhepunkt war sicherlich die letzte Woche, wo eine Einigung erzielt worden ist über den Länderfinanzausgleich. Da geht es mal um 9,5 Milliarden Euro, die wir leisten, damit der Ausgleich zwischen den finanzschwachen und den finanzstarken Ländern besser gelingen kann. Jetzt erwarte ich von dem Ministerpräsidenten oder den heute sehr reichhaltig vertretenen Vertretern des Bundesrates angesichts der Bedeutung dieser Debatte, die wir hier heute haben, nicht unbedingt, dass sie Dankeschön sagen. Das sind wir nicht gewohnt. Aber ich würde mir vielleicht mal wünschen, dass eins passiert, dass man mal anerkennt, was der Bund für die Länder und für die Kommunen leistet und dass man nicht Folgendes macht. Das ist die Erfahrung in der Vergangenheit. Ehe die Tinte trocken ist unter dem Gesetz, da wird nicht Danke gesagt, sondern mehr und noch mehr. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Geschichte, die geht so nicht. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wieso denn? Der Bund schreibt Überschüsse, der hat eine schwarze Null, der kommt doch super klar mit dem Geld, der hat hohe Steuereinnahmen. Wer das sagt, der verschweigt, dass von jedem Euro Einkommensteuer 57,5 Cent an die Länder und Kommunen gehen. Der verschweigt, dass von jedem Euro Umsatzsteuer 48 Cent an die Länder und Kommunen gehen. Der verschweigt, dass die Einnahmen von Ländern und Kommunen stärker gestiegen sind in den vergangenen Jahren als die Einnahmen des Bundes. Der verschweigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung auf Bundesticket größer ist als die konsolidierte Verschuldung auf Landesebene. Und er verschweigt, dass die Zinsausgaben des Bundes im Vergleich zu den konsolidierten Länderhaushalten viel, viel höher sind. Und meine Damen und Herren, das ist wichtig, das jetzt zu sagen, weil wir sind nämlich an der Grenze unserer Belastungsfähigkeit angekommen. Wir sind mittlerweile auf Kante genäht, und zwar deswegen, weil wir so viel von den Mitteln, die eigentlich für Bundesaufgaben vorgesehen waren, an die Länder und an die Kommunen weiterleiten. Und das geht so nicht, weil wir nämlich vor sehr, sehr großen Herausforderungen stehen. Und ich möchte das an einigen Beispielen erläutern. Also, gucken wir uns die wirtschaftliche Entwicklung an. Momentan läuft es gut, meine Damen und Herren. Aber was ist denn, wenn es schlechter läuft? Dann sind wir gleich dreifach belastet. Wir haben weniger Steuereinnahmen, das haben die Länder und Kommunen auch. Aber wir werden die Sozialversicherungssysteme stabilisieren müssen. Und von uns wird erwartet werden, dass wir mit Steuergeldern die konjunkturellen Impulse setzen. Wir haben ganz, ganz neue Herausforderungen, über die wir vor 3 oder 4 Jahren noch gar nicht nachgedacht haben.
Das ist der Punkt Integration, aber vor allen Dingen der Punkt Flucht- und Migrationsursachenvermeidung. Da werden wir sehr viel Geld ausgeben müssen, in Afrika, in Nordafrika und woanders auf der Welt. Das ist der Punkt äußere Sicherheit. Wir haben Konflikte, die mittlerweile vor unserer Haustür sind in der Ukraine. Gestern war die Konferenz im Bundeskanzleramt. Wir haben komplett neue sicherheitspolitische Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit, wo wir sehr viel Geld für ausgeben müssen. Wir haben die Herausforderungen in der inneren Sicherheit, in der Terrorismusbekämpfung. Wir müssen schauen, wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um. Das ist eine Herausforderung für unsere Sozialsysteme. Wir haben natürlich die Kosten der Integration. Und meine Damen und Herren, die 2 Milliarden werden noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, die wir da momentan in den Pott hineinwerfen. Und das ist schon fast vergessen. An Deutschland hängt auch die Stabilisierung von Europa. Und auch das ist nicht umsonst zu haben, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir sagen, der Rucksack des Bundes, der ist mittlerweile voll. Und jeder, der da noch weitere Ziegelsteine hineinpackt, der macht Folgendes. Der versündigt sich an denjenigen, die hier in 20 Jahren sitzen. Weil die werden... Die werden nur noch damit beschäftigt sein, ihre Steuergelder an Länder und Kommunen weiterzuleiten, Belastungen aus der Vergangenheit abzutragen und Sozialversicherungssysteme zu stabilisieren. Und lassen Sie mich eins dazu bemerken, das gehört nicht ganz zur Debatte, aber sicherlich zur politischen Großwetterlage. Das gilt auch, dieses Fairnessgebot für die kommenden Generationen, für die Menschen, die momentan wahlkampfmotiviert meinen, dass sie durch eine Ausweitung des Rentensystems noch den einen oder anderen Punkt sammeln können. Wer heute Rentengeschenke und Zusagen auf Kosten der kommenden Generation macht, der nimmt unseren Kollegen, die hier in 20 Jahren sitzen, Handlungsfreiheit. Und das geht so nicht, meine Damen und Herren. Wenn man jetzt mal einen Strich unter diese ganze Beratung zieht, dann fallen mir dazu 4 Punkte ein. Erstens, und das hat auch die Kollegin Gottschalk gesagt, es ist richtig, dass wir die Kommunen unterstützen, weil die Kommunen sind der Ort, wo die Bürgerinnen und Bürger Politik unmittelbar wahrnehmen. Man kann niemandem erklären, dass Politik in Deutschland funktioniert, wenn die Schulen in einem schlechten Zustand sind, wenn die Infrastruktur in einem schlechten Zustand sind. Und deswegen ist es richtig, dass jetzt Geld an die Kommunen fließt. Wir erwarten aber auch, und das ist der zweite Punkt, von den Ländern, dass diese 5 Milliarden Euro, die da jetzt in den Topf geworfen werden, und auch die 1 Milliarde Euro, die sich übrigens die Ministerpräsidenten ausbedungen haben, dass sie nicht in den kommunalen Topf hineinkommen, Frau Hasselmann, dass dieses Geld 1:1 an die Kommunen weitergeleitet wird und dass das bei den Kommunen ankommt. Wir erwarten, dass die Integrationsmittel, die jetzt von uns gezahlt werden, dazu genutzt werden, um auch insbesondere die Kommunen von den Integrationskosten, von den zusätzlichen Integrationskosten zu entlasten. Wir erwarten, dass das Geld, was wir für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen, zusätzlich in den Kommunen vor Ort in den sozialen Brennpunkten investiert wird, damit wir dort die Wohnungsnot mindern können. Und wir erwarten vor allen Dingen eins, meine Damen und Herren, dass kein Land, und das ist ein Appell an den Bundesrat, jetzt auf die Idee kommt zu sagen, na ja, die Kommunen haben ja jetzt mehr Geld bekommen vom Bund, das können wir an anderer Stelle einsparen und einen kommunalen Finanzausgleich machen, wo ihnen das Geld wieder weggenommen wird, den Kommunen, was der Bund ihnen jetzt gibt. Das ist eine Sache, meine Damen und Herren, die werden wir nicht dulden. Dritter Punkt. Die Ministerpräsidenten stehen in der Verantwortung für die Kommunen. Die Kommunen sind Bestandteil der Länder. Und dementsprechend ist es auch deren Aufgabe, für eine auskömmliche Finanzverfassung zu sorgen und eine ordentliche Finanzausstattung zu sorgen. Und das ist eine Geschichte, da müssen sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen dran messen lassen. Denn das ist föderale Verantwortung. Wer föderale Verantwortung darauf reduziert, immer nur nach dem Geld des Bundes zu suchen, der höhlt dieses föderale System aus. Und das wollen wir nicht. Und das werden wir auch in den Beratungen berücksichtigen. Herr Kollege, herzlichen Dank. Okay. Die Kollegin Dadelin.